Jahr über 200 solcher Seminare veranstaltet. Inzwischen zusammen mit der Xing AG, die machen dafür Werbung. Wir haben weitere Seminare entwickelt. Also auf die Frage, wieso bleibt man nicht bei einer Sache stehen, wieso macht man was anderes, ist, glaube ich, die Antwort, weil man einfach so viele Leute kennenlernt durch die Selbstständigkeit, so viele Gelegenheiten zieht und eigentlich muss man sich ständig bremsen, dass man nicht noch viel mehr macht und sich nicht noch viel, viel mehr vornimmt. Ja. Also, ist beneidenswert. Gründen heißt ja in Deutschland im Wesentlichen, im Mainstream, selbstständig machen. Und das, was sie bieten, findet ganz offenbar einen Markt. Ich glaube, das einzige Gegenargument dagegen ist, 80% scheitern. Ich rate den Leuten ab, ich sage es nochmal laut, ich rate den Leuten ab, selbstständig zu machen. Also diese Zahl wollte ich ja schon immer mal anzweifeln. Ja. Ich habe die bei Ihnen im Buch gelesen, auch in München, als Sie einen Vortrag gehalten haben. Es gibt Studien zum Thema Überbrückungsgeld, IHG, Gründungszuschuss, wo man auf Basis repräsentativer Umfragen, also nicht so einfach ins Internet gefragt, sondern wirklich Leute, von denen man wusste, die haben 2003 gegründet, hat man dann vier Jahre, fünf Jahre später angerufen und die Überlebensquoten liegen so bei 60, 70%, 75% teilweise, je nachdem, ob sie im Westen oder Osten gegründet haben, Mann oder Frau, also da gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Statistiken. Wenn die Evaluation von denen gemacht wird, die diese Programme ausgeben, kommen diese Ergebnisse raus. International, nicht nur für Deutschland, international ist es ungefähr 80%. Wir hatten kürzlich die Doriana Davenport vom MIT Media Lab, also eine ganz berühmte Einrichtung, hoch erfolgreich, die sagte sogar noch schlimmer, die sagt, 80% gehen pleite und von den 20%, die übrig bleiben, sind es eigentlich wiederum nur 20%, wo es sich so einigermaßen lohnt. Die anderen krebsen so dahin und eigentlich nicht. Und das ist MIT, und also die gelten ja nur als weltbekannt, Stanford, MIT, Harvard, das sind so die, also wenn, die Gründerschmieden. Wenn es wirklich so ist, dann heißt das ja, dass diese Programme unheimlich erfolgreich sind, weil man die Leute repräsentativ befragt und dann sind 60, 70, 75% noch sozusagen tätig als Selbstständige, dann ist das ja ein guter Wert. Ja. Aus Sicht der Arbeitsagentur, nur um vielleicht den Schlenker zu machen, ist es ja noch positiver, weil das Ziel der Arbeitsagentur ist ja nun nicht, dass die Leute unbedingt selbstständig bleiben müssen. Ein Erfolg ist ja auch, wenn jemand, der zuvor arbeitslos war, durch die Selbstständigkeit sich selbst qualifiziert, ein Netzwerk aufbaut und dadurch dann auch wieder einen guten Job findet. Ja. Also ich, um das nicht mehr missverständlich zu sagen, ich habe Hochachtung vor jedem, der sich selbstständig macht. Die Frage ist, ob das uns wirtschaftlich in der Bundesrepublik weiterbringt und ob es die Betreffenden weiterbringt. Jetzt könnten wir lange über diese Statistiken diskutieren. Ich glaube, diese 80% sind stimmig, aber lassen wir das mal dahingestellt. Wie ist es denn für die Betroffenen selber? Was mir auffällt ist, meine Studenten, und bin immerhin auch seit fast 30 Jahren dabei, meine Studenten, die aus selbstständigen Haushalten kommen, sind diejenigen, die sich am längsten diesen Gründungsgedanken versperren. Warum? Weil sie sagen, das habe ich erlebt, das will ich auf gar keinen Fall. Das will ich auf gar keinen Fall. Ich möchte eine Stelle als Lehrer, als Beamter im Staatsdienst oder so etwas, aber Selbstständigkeit auf gar keinen Fall. Wenn ich die dann frage, dann sagen sie nur, das habe ich erlebt. Die Sorgen mit den Krediten, die Angst vor der nächsten Inventur, der Ärger mit dem Personal, die Wut auf das Personal, auch auf die Gewerkschaften, auch klar, weil man das eigene Personal beneidet, weil man beklaut wird zum Teil, also vielfältige Gründe. Und wenn ich Leute aus Unternehmerhaushalten habe, die sagen, ja, das kommt darauf an, ob ich da das Unternehmen der Eltern übernehmen will, weiß ich nicht, aber das ist schon ein toller Lebensentwurf, Unternehmer zu sein. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass man nicht so sehr für Selbstständigkeit alles selber tun und das ständig erwarten sollte, sondern dass man eigentlich den Schritt weitergehen sollte und sagen Unternehmen. Und das heißt Skalierbarkeit, das heißt, es muss ein gutes Konzept sein, ich muss mich ja in den Markt hineindrängen, das ist ja nicht so, dass mir das alles von selber entgegenkommt. Ich halte auch nichts von den Programmen, Arbeitslose zu Unternehmern zu machen, Arbeitslose zu Selbstständigen geht vielleicht,
Aber Arbeitslose zu Unternehmern kenne ich nicht, dass das erfolgreich ist. Also ich will nur sagen, wir sind ja da, um das auszutauschen. Ich würde die Botschaft gerne glauben, aber das, was ich so erfahre, ist, dass diese Selbstständigen überfordert sind, dass sie einen schweren Job haben, dass, ja, und diese Statistik. Haben Sie andere Erfahrungen? Haben Sie Leute, die sagen, dieses Selbstständigsein, jetzt bin ich Unternehmer, jetzt schreibe ich die Rechnung, jetzt mache ich meine Buchhaltung, ich mache das alles selber, wenn ich es weggebe, ist es zu teuer? Also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen, die Sie mir stellen. Also das eine ist, soll man alles selbst machen? Jetzt bin ich natürlich nicht der Auffassung, dass man alles selbst machen soll. Ich habe ein Buch geschrieben, Sie haben das zitiert, das heißt, jetzt sind Sie Unternehmer. Da habe ich dann das, was ich alles sozusagen falsch gemacht habe in den ersten Jahren, notiert, natürlich unter dem Gesichtspunkt, wie macht man das richtig. Da sind in der Tat Dinge erklärt, wie lege ich meine Rechnungen ab, was muss ich über Steuern wissen. Jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, dass man das alles selbst machen muss, sondern das, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man bestimmte elementare Dinge verstehen muss, weil man nicht automatisch einen Steuerberater findet, der dann, auf den man sich so verlassen kann und der so vertrauenswürdig ist. Also ein gewisses Grundverständnis sollte man haben, und die Idee bei diesem Buch, das gehört zu den erfolgreichsten Büchern der Reihe, ist eben in einem Buch zu sagen, was man jetzt als Unternehmer wissen muss. Und der Unterschied ist, als ich da hingegangen bin, habe ich gesehen, da müsste ich jetzt 10 Bücher kaufen, um diese unterschiedlichen Gebiete, also sozusagen, wie treibe ich mein Geld ein, was muss ich eigentlich bei der Rechnung betrachten, oder ich muss endlos in irgendwelchen IHK-Merkblättern, und ich habe mir das alles angeguckt, habe das zusammengefasst in einem Buch. Ich glaube, ein Buch kann man als Unternehmer schon noch lesen, sich darüber schlau machen und sich dann entscheiden, dass man das dem Steuerberater gibt. Das größte Lob habe ich von der Lektorin bekommen, die gesagt hat, Mensch, hättest du das Buch schon ein paar Jahre früher geschrieben, als ich mich selbstständig gemacht hätte, dann hätte ich nämlich viele Fehler vermeiden können. Also meine Botschaft ist jetzt nicht, machen Sie alles selbst, aber kennen Sie sich so gut aus, dass Sie sich nicht übers Ohr hauen lassen. Ja, weil viele Steuerberater ja zum Beispiel die Neigung haben, Gründer sehr stark abhängig zu machen, auch vieles nicht so transparent zu machen. Und so gibt es auch andere Dienstleister, und ich bin der Auffassung, dass Dienstleister eben dafür da sein sollten, den Gründer zu unterstützen und nicht den in eine Abhängigkeit zu bringen. Das ist das, was dahinter steht. Ja. Das war die eine Frage. Die andere Frage war zum Unterschied zwischen Selbstständig und Unternehmer. Selbstständig ist das Kleinere, Unternehmer das Größere. Das habe ich richtig verstanden. Das Skalierbare, ja. Dass ich rauskomme aus diesem eigentlich meine Stunden zu verkaufen. Viele Selbstständige sind ja im Grunde genommen freie Berufe. Ein Rechtsanwalt, ein Notar, der verkauft ja nicht skalierbare Sachen, sondern verkauft seine Stunden. Und wenn er gut ist, kann er einen hohen Stundensatz berechnen, aber er hat nicht die Chance der Skalierbarkeit. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Es gibt noch einen zweiten, aber bleiben wir mal bei dem. Also ich glaube, was ganz viele Selbstständige oder Unternehmer sagen, und da kann ich Sie bestätigen, ist, dass es einfach sehr mühsam ist, Mitarbeiter zu haben. Ja, und dass man damit ein erhebliches Risiko eingeht, dass man dafür vielleicht auch noch sozusagen als Ausbeute alles Mögliche bezeichnet wird. Es gibt sehr, sehr viele Leute, auch Leute, die zuvor als Manager tätig waren, Geschäftsführer, die sagen, okay, ich möchte mich selbstständig machen, und eine Bedingung, ich möchte keine Mitarbeiter haben. Wenn ich ein 5-stelliges Gehalt im Monat beziehe, auch ohne Mitarbeiter, dann reicht mir das. Ja? Oder also, das ist jetzt mal ein bisschen übertrieben. Leute, die sagen, ich muss nicht jetzt Millionär werden oder Multimillionär, sondern ich möchte einfach einen guten Job machen, ich möchte Kunden, die zufrieden sind, und das soll ethisch korrekt sein, und ich möchte, wenn sich es vermeiden lässt, keine Mitarbeiter haben, wo ich dann die ganze Zeit immer verantwortlich bin. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Erfahrung, die viele haben, wo der Unternehmer einfach ein Geschäftsmodell hat, was wo alles immer an ihm hängt. Da sind wir uns sicher einig. Das deutsche Arbeitsrecht, was ja immerhin gewaltig ist, das ist ja nicht für Gründer geschrieben worden, sondern das ist für die großen Unternehmen geschrieben worden. Siemens, Arbeitsschutz, Kündigungsschutz und so. Für Gründer ist die Situation anders. Also mir leuchtet ein, wenn ich selbstständig bin, dann möglichst ohne Angestellte. Das löst natürlich... Nicht möglichst ohne Angestellte, aber ich sage nur, es gibt viele Leute, die aus eigener Erfahrung sagen, ich möchte mir das nicht mehr antun. Ich hatte ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitern. Letztlich habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr verdient als jetzt, aber ich hatte einfach keine guten Erfahrungen damit gemacht. Ja, ja. Es gibt ja noch einen zweiten Punkt, wo wir uns vielleicht ein Stück näher kommen.